Seid gegrüßt, ihr lieben Gruselfreunde. Ich freue mich, dass ihr wieder Bock habt auf einen weiteren Part von Alan Wake. Wir sind in der parallelen Welt, nenne ich sie jetzt einfach mal, in der dunklen und erleben wohl, wie Alan den Weg War rausgeschafft ich hat. bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Sind hier irgendwie spät abends, heißt das Kapitel, und sind in so einer Talkshow irgendwie. Okay. Ein herzliches Willkommen, Alan Wake. Wow! Ah. Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Danke. Kommen Sie, setzen Sie sich. Ja. Ah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Ha, muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie, wird es denn nie langweilig? Was soll langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich ein paar Jahre zu lange im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was das ist kein See, es ist ein Ozean wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch Initiation ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser stellen wird. Dieses Buch ist bewusstseinserweiternd, sehr intellektuell. Wie würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedankenexperiment? Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde, da stimmt was nicht. Ich habe nichts geschrieben. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich habe das nicht geschrieben. Ansonsten würde ich mich ja dran erinnern, oder? Oder vielleicht hat es ja ihr böses Double geschrieben. Ah, super gespielt, Mann. Verdammt gute Vorstellung. Sie spielen diese Rolle und tun so, als würden sich Buch und Realität überschneiden. Sehr meta, wirklich. Also, Initiation erzählt die Geschichte des fiktionalen Schriftstellers Alan Wake. Er sitzt in einem Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Dort wird er von seinem dunklen Doppelgänger gequält und von Visionen eines fiktiven Detektivs geleitet. Ganz genau. Alex Casey kommt auch in dem Buch vor. Gut, dann machen wir eben einfach so weiter. Zieht mich ruhig durch den Kakao. Naja, genau darauf lässt man sich doch bei Autofiktion ein, oder? Aber mal im Ernst. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in Ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room gefangen und projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt, in diesen dunklen Traum von New York hinein. Wie eine Astralprojektion. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist vollkommen korrekt. Nur weiter so. Ich sollte mir Notizen machen. Das ist krasser Stoff. Notizen für den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen? Sind wir alle Teil Ihrer Geschichte, Alan? Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute mit Ihrem neuen Buch, Alan. Hoffentlich verkauft es sich so gut wie die Alex Casey-Serie. Initiation erscheint also morgen. Und anschließend werden wir voller Vorfreude auf den krönenden Abschluss Ihrer spannenden Trilogie warten. Ein Buch namens Return vielleicht. Mann, oh Mann. Danke für eins der seltsamsten Interviews in meiner gesamten Karriere, Alan. Nach all dem Gerede über Meta-Erzählungen rechne ich fast damit, nach dieser Szene zu verschwinden. Weggesagt. Jo. Hallo? Hey, das ist krass. Ich drehe durch. Ja. Was stimmt hier nicht? Ich musste nach Hause zu Alice.
wie sie alle aus der Odier-Tasse trinken oder also, ne, nicht aus einem und dergleichen. Überall diese Odier-Tassen. Mr. Door, das hört sich schon wieder sehr nach Hirngespinst an, wie Mr. Scratch zum Beispiel. Auch so ein Hinweis, ne? Return. Alter, da muss man es mal verarbeiten hier, du. Aber es ist sehr cool. Der Storyaufbau ist wirklich sehr, sehr cool. Ich glaube. Ja gut, da steht ja auch Exit. Gucken wir mal dahin. In die Ecke rein. Dunklen Raum. Dunkle Ecke meine ich. Meine Güte. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe mir ein Buch namens Initiation geschrieben. Tja. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Eine gute Horrorgeschichte. Die Verwirrungen nehmen hier irgendwie ganz andere Ausmaße an, nochmal. Viel größere, viel verwirrendere. Alter Schwede. Wollen diese Old Gods hier genau auf auf Asgard? Das waren die, waren die das jetzt im Jung oder war das eine Old Anlehnung? Gods of Asgard. Ja. Der Name klingt vertraut. Thor und Odin in Jung oder was? In jungen Jahren? Das wäre natürlich auch heftig. Wäre aber auch nicht jetzt so weit hergeholt, ne? Dann. Wahrscheinlich sehen wir dann auch irgendwann Thomas Zane. Wer weiß, wen noch alles. Neighbors. Neighbor of the Beast, okay. Mr. Door. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nichts schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Caspar Darling, den kennen wir doch aus einer Night Spring-Sendung, ne? Aus dem ersten Teil. Da war doch was. Ah, das. Hey! Jemand hat mich eingesperrt! Steht Hallo! dreistelliger. Scheiße. Jetzt muss ich den Code selbst finden. Toll. War da einer? Weshalb er da jetzt gerufen hat? Dreistelliger Code. Warte mal. Der? Die einzigen Zahlen, die wir gesehen haben, ne? Würde ich meinen. Oder die Uhrzeit, aber das macht ja keinen Sinn. Höchstens so ein 21:06 oder irgendwie so. Aber wenn ja auch vier. 665. Sei denn, man lässt jetzt die 0 mal weg dann. Dann zum Beispiel 21:6. Hey, 5 meine ich. Ach egal. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Eine Nachricht? Unmöglich zu sagen. Ja, alles total tot. Auch hier. Limo. Okay, nehmen wir hier blub, blub. Blub, blub. Da ist nichts. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich musste verschwinden. Ja, ich habe da so eine Ahnung, was.
Warte. Nee. Als ich aus dem Albtraum erwachte, schnappte ich nach Luft wie ein Ertrinkender. Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder daran, wie lange ich hier geschrieben hatte. Der Albtraum im Albtraum. Ziele 0. Ich hatte geschrieben. Initiation. Schreib, um zu entkommen. Guck an. Er ist aber, glaube ich, keine Reflexion, das Licht, oder? Vom Zimmer, oder? Das sieht so aus, als ob irgendein Auto vielleicht. Das sind insgesamt so gesehen drei Lichter, ne? Ein großes halt und zwei kleine. Oder der Helm von Thomas Zane, oder. Ach, aber das wäre schon wieder zu weit hergeholt, irgendwie. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte. Aber auch andere Notizen. Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Schreib, um zu entkommen. In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich, ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen an einem dunklen Ort. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusst das, was draußen war. Ich versuchte, eine Geschichte zu schreiben, um diesen Ort zu entkommen. Die Geschichte hieß Initiation. Ja, jetzt komme ich wieder mit meinem Englisch. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ sich nicht vergessen. Alles, was Dor gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Dunkler Ort gefangen, schreib, um zu entkommen. Ja, da ist er schon lange, lange dran. Also es ist halt auch das Dunkle, verbaut ihn ja immer wieder auf dem Weg, ne? Wenn es dann merkt, der kommt voran. Hat man ja wunderbar zum Beispiel im DLC gesehen, in beiden DLCs gesehen. Ist im Remastered. Ich musste weiterschreiben. Ziele? Achso, okay, ja. Was ich noch wusste, war, dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Dieser Raum war mein Boot. Die Texte meine Rettungsleine. Bei der Talkshow würde ich wieder losgehen. Eine tolle Show für euch. Ein echter Leckerbissen für alle Alex Casey-Fans da draußen. Alex Casey höchstpersönlich wird bei uns sein. Aber ja, Sam Lake, liebe Zuschauer, der Mann, der für die Filmreihe dem berühmten Detektiv sein Gesicht geliehen hat.
Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestsellerautor, dessen Bücher den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Ja, da sind sie. Die Asgards. Nochmal jetzt? Ah ja, muss, ne? Warte mal. Ist hier noch was? Mhm. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan, als der Schöpfer dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, was ist das Problem, Alan? Denn Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit Ihre Vorbehalte gegenüber den Adaptionen geäußert. Das ist es nicht. Sie sind etwas Eigenständiges. Sie haben andere Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaptionen. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon, mehr zu sehen. Moment, stopp. Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Was jetzt nur nicht passt, er war doch eigentlich ziemlich verblüfft, Alex Casey am Strand zu sehen, ne? Also entweder deswegen, weil er ihn halt jetzt hier gesehen hat, oder das überschneidet sich jetzt, was er jetzt erlebt, am Strand, in Bright Falls, also mit Saga Anderson. Und das vermischt sich jetzt vielleicht, oder halt nicht. Dass er denn das vielleicht wirklich so angestarrt hat, weil er sich dachte, holy shit, der sieht ja wirklich genauso aus wie, ja, hier in der Talkshow. Saga Frontier. Ja, wahrscheinlich. Aber die, was er gesagt hat, das hätte jetzt auch echt aus dem Max Payne-Kapitel sein können, ne? Ohne Probleme. Auch vom Gesicht, also ist er halt Max Payne, hat er ja das Aussehen und so zur Verfügung gestellt. Der Proto. Die Spielfigur halt. Weil ich mich jetzt wieder um Kopf und Kragen stottere. 665, ne? Der Proto. Ist das Tor? Hä? 5, 6, 5. Ja.
Oh, der Fernseher diesmal aus. Jawohl. So ist das. Na gut, hier hat sich scheinbar nichts geändert. Okay. Aber diese Reflexionen, die sind... Die verwirren mich manchmal. Ich denke immer, da liegt da irgendwas Blinkendes. Macht mich ganz wuschig. Hallo? Kommt von da. Definitiv nicht von da. Geradeaus vor Kopf, würde ich sagen. Ui. Da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Was ist Was soll Keller? Ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Hier ist der Schlüssel. Die Mimik ist so klasse einfach. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist doch auch wirklich einfach krank. Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Arti, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem egal ist, wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Aber keine Sorge, Tom. Die Heimat ist, wo das Herz ist. Herz. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Ja, der war... Badabam. Vor allem finde ich Thomas Zane, ne? Aber das ist irgendwie auch das Problem mit den Asgard-Brüdern. Die dachten ja auch die ganze Zeit immer, wir wären Thomas Zane. Na gut. Mal was anderes. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, denn der Part endet jetzt hier an der Stelle. In dem Moment meine ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part wieder dabei seid. Tschüss, bis dann.